Jetzt darf ich euch unsere Aktionen der Woche 45 und 46 vorstellen. Und ich freue mich, dass unsere Isoduo endlich wieder im Verkauf sind, weil das sind ideale Behälter zum Warmhalten. Wir haben in Aktion in diesen 14 Tagen den Isoduo 2,5 Liter und der besteht aus mehreren Teilen. Das heißt, ihr könnt aus einem Behälter zwei machen, weil der innere Teil, wie gesagt, hat 2,5 Liter und der große Behälter hat 3,1 Liter Fassungsvermögen. Und ich habe einen Löffel, einen Servierlöffel dazu. Dann habe ich einen Warmhaltedeckel, der passt ganz super eben auf den drauf. Und ich habe einmal einen Frischhaltedeckel, der auf den großen Behälter drauf passt. Und es ist so, dass ich den mit einmal Niederdruck verschlossen habe. Das heißt, ich kann beide Behälter separat verwenden. In großen zum Beispiel, wenn ich jetzt grillen tue, habe ich da ganz gern meinen Salat drinnen und tue im kleinen Behälter mein Fleisch ein. Wenn dann alles zum Beispiel am Tisch steht, schaut es einfach schön aus. Ich kann es aber auch kombiniert ganz toll zum Warmhalten verwenden. Und durch das, dass das doppelwandig ist, entsteht da ein Luftpolster und durch das hält es schon einmal warm. Ich kann da Essen drinnen bis über eine Stunde warm halten. Das heißt, Suppe genauso wie eine Nudel oder Gemüse, Fleisch. Beim Frittierten tue ich ganz gern von einer Küchenrolle Blattlauberreisen am Boden ein, die Schnitzeln schön einlegen. Und durch das, dass der Deckel auch doppelwandig ist, haltet der auch warm. Ihr seht, am Behälter ist eine Wölbung drinnen. Wenn ich jetzt an den Deckel so drauf tue, ist es trotzdem verschlossen. Wenn ich aber mein Gemüse oder meine Kartoffeln drinnen habe und die haben einen Löffel dabei, drehe ich den Deckel einfach um und es schließt mir mit dem Löffel wieder super ab. Somit ist es auch warm gehalten. Ich kann zum Reinigen natürlich auch den Deckel super zerlegen. Das heißt, wie ihr seht, tue ich den einfach auseinander und kann beide Teile in den Geschirrspüler geben. Und wenn es sauber und trocken ist, drücke ich mir einfach wieder so zusammen. Der Behälter ist jetzt in Aktion um 35 Euro und gleich funktioniert wie der Behälter unser Saucier mit dem Soßenlöffel, also genauso doppelwandig für Soßen. Bitte kurz aufpassen, die Behälter halten, wie gesagt, eine Temperatur auch aus bis 85 Grad. Deswegen empfehlen wir, diese Behälter nicht in die Mikrowelle zu tun, sondern einfach das heiße Essen da rein zu tun und das hält super warm. Ja, die Saucier selber ist um 20 Euro und ein tolles Angebot. Bades miteinander in den 14 Tagen um nur 45 Euro. Dann habe ich noch für euch etwas Besonderes. Es kommt ja jetzt die Keksbachzeit. Und was braucht man zum Keksel brauchen? Nämlich einen Spritzsack. Egal, ob es damit Spritzgebäck macht oder andere Sachen zum Verzieren, ihr habt fünf verschiedene Düllen dabei und der große Spritzsack hat eine Füllmenge von einem Liter. Es ist Baumwolle beschichtet mit PU und durch das bitte beim Reinigen ja nicht den Geschirrspüler und auch nicht in die Waschmaschine. Der gehört mit der Hand abgewaschen. Danach, es ist da sogar eine Schlaufe, wo ich es aufhängen kann, zum Trocknen, ordentlich trocknen lassen. Und wie gesagt, innen ist er ganz glatt und ganz leicht zum Reinigen. Ich brauche innen einmal auf jeden Fall das Teil. Ich habe, dass ihr es besser seht, das auch in Blau da, damit man schön sieht, wo das hinkehrt, nämlich nach innen rein und dann ziehe ich es vorn aus. Dann habe ich, wie gesagt, fünf verschiedene Düllen. Vorteil von dem Spritzsack ist, sollte einmal etwas verstopfen, dann kann ich mir die Dülle von außen auf und oben dran und mir die Dülle auswaschen, ausputzen und tue dann wieder normal eine Dülle draufdrehen und weiterarbeiten. Die große mit dem großen Loch nehme ich ganz her für Kokospuzzeln. Dann habe ich so eine Schriftdülle mit einem ganz dünnen, zum Beispiel, was ich am meisten brauche.
ist eben die Sterndlgedrehte. Zum Befüllen nimmt man sich einfach ein großes Glas oder einen Becher, dreht den Spritzsack schön von innen nach außen nach unten, öffnet das Ganze und dann steht der schon super. Jetzt brauchen wir aber was zum Befüllen. Ich habe da herinnen eine Schlagsahne in unserem super neuen Easy Speedy. Der Deckel wird drauf betont und dann den Schlagsahne. Da machen wir ein bisschen an Vanillezucker dazu, damit das Ganze auch ordentlich Geschmack kriegt. Oh, muss eh schon aufpassen. Nicht mehr zu oft drehen, weil sonst haben wir Butter. Da müsst ihr es wirklich gut aufpassen, dass es ja nicht Butter macht. Und was bei denen so toll ist, man kann mit denen durch die Übersetzung natürlich auch ganz, sage ich mal, feste Teige rühren, wie zum Beispiel für einen Mürbeteig. So, das tun wir jetzt da rein. Ja, jetzt muss ich gerade noch zweimal dran, dass man das nicht zusammengeht auf die Muffins. Ups! So, jetzt ist er fest. Habe ich echt zu früh aufgehört? So, jetzt haben wir da das eine. Und ich habe gerade vorher leckere Muffins gebacken. Da werden wir jetzt einen defazieren. Dann kommt das Ganze einfach wieder nach oben gezogen. Und wir können anfangen, je nachdem, wie viel das wir drauf haben möchten, die nicht zu verzieren. Wichtig ist, wie gesagt, ein bisschen noch ein Deko dazu. Und der Spritzsack nur jetzt in die nächsten 14 Tage, sprich Woche 45 und 46, um nur 19,90 Euro. Und ich lasse mir jetzt an meinen netten Muffin bzw. Cupcake zum Kaffee schmecken. Dankeschön, Servus!